Hallo an allen, willkommen zurück zu Warframe und heute geht es natürlich weiter mit dem Steel Path. Wir haben ja in der letzten Folge Mars eigentlich komplett fertig gemacht. Uns fehlt hier jetzt nur noch die gespiegelte Verteidigung, die haben wir aber im normalen Spielmodus noch nicht mal gespielt, deshalb habe ich gesagt, lassen wir die erstmal außen spielen, die erstmal noch im normalen Spielmodus und dann irgendwann im Steel Path noch, wenn wir dann ja, die im Normalen geschafft haben. Und deshalb gehen wir heute weiter. Entweder nach Deimos, nach Ceres oder nach Phobos. Habe ich in der letzten Folge gesagt. Und da war ich mir noch nicht ganz sicher. Und ich habe mich jetzt aber entschieden. Und wir gehen weiter erstmal nach Phobos. Und dafür gehen wir natürlich zur Phobos-Brücke. Ich habe Revenant ausgerüstet, Revenant Prime. Was habe ich denn als Fokus gerade drauf? Als Fokusschule. Na, Ramon, ja, das sollte eigentlich auch passen. Ja, alles Standard hier, perfekt. Dann würde ich sagen, können wir doch reingehen zur Phobos-Brücke. Los geht's. Bin mal gespannt, wie schwer das wird. Aber ich glaube, die Brücken sind ja eher das Einfachere hier im Steel Pass, weil wir einfach, ja, die 1 von Revenant Prime nehmen können. Okay, wir haben theoretisch genug Energie. Ja, gehen wir rein. Ein Mag-Phantom. So. Und gleich bist du down. Jawohl. Juhu. Okay, das geht echt immer richtig schnell. Bezürzen heißt auf Deutsch, sehe ich gerade unten rechts. Auf Englisch heißt glaube ich Enthrall. Also wo wir den Gegner sozusagen zu einem Verbündeten machen. Und wir aktivieren schön die Phobos-Brücke und ich weiß natürlich nicht, warum das hier so laggy ist. Eigentlich habe ich genug FPS und der Rest läuft jetzt auch, aber irgendwie die Arme, die bewegen sich immer ziemlich ja, nicht so smooth da rein, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, wir haben die Phobos-Brücke erfolgreich freigeschalten und haben somit den Planet Phobos auch frei und können da jetzt direkt weitermachen. Mission erfolgreich, sehr cool. Jawohl, schön zu Phobos rüber und da geht es auch schon in die erste Mission rein in Roche oder Roche, wie spricht man es aus? Ich weiß es nicht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es aussprechen würdet. Ich spreche es einfach Roche aus. genau, und wir gehen in die Auslöschungsmission rein, aber nicht Kuva Siphon, sondern der ganz normale Steel Path Mission. Genau, 110 bis 112 und auslöschen ist ja zum Glück jetzt hier ja, keine Mission, wo wir schwach sind. Gerade mit Revenant Prime und Crawling Prime gehen wir da richtig gut durch. Und wir müssen 115 Gegner eliminieren. Das sollten wir gut hinbekommen. Wir müssen natürlich immer wieder hoffen, dass sie genug Energie droppen lassen. Dass wir unseren Mesmer Skin wieder aktivieren können. Aber bis jetzt sieht es doch ganz gut aus. Wo ist... Ist hier unten noch jemand? Ah ne, da oben. Hä? Ah, hier. Die Navigation in Warframe spinnt mal wieder ein bisschen. Sehr gut. Okay, und die Kubasar macht auch ihren Job richtig gut hier. Sehr cool. Richtig viel Schaden. So, wo seid ihr denn? Hier unten ist noch einer und dann müssen wir hier wahrscheinlich weiter. Jawohl. Wir haben leider fast keine Munition mehr für die Kubasar. Sehr, sehr schade. Aber dann gehen wir gleich mit den Kronen weiter. Wenn wir hier alle Munition verschossen haben. So. Nehmen wir noch ein bisschen Fokus mit. Da unten ist noch einer. Und dann wieder schnell hoch. Drei Schuss haben wir noch. Wir füllen immer wieder ein bisschen auf. Und der letzte Schuss. Okay, nochmal einen.
Okay, das war's jetzt. Schade. Mal Messmaske nochmal neu aktivieren. Und dann gehen wir doch hier schön weiter rein. Und jetzt mit den Cronen. Wenn wir hier umso mehr Gegner killen, umso höher wird unsere Angriffsgeschwindigkeit. Deshalb sollten wir versuchen, hier so viele wie möglich zu erwischen. Sehr gut. Fast die Hälfte geschafft. Okay, wollte gerade sagen, ganz schön weit hier, 500 Meter. Aber da hat sich's nochmal aktualisiert. Der Marker. Gut, hier müssen wir aufpassen auf die Nullifier, dass sie uns hier nicht unseren Messmaskin wegmachen. Wir müssen den aber gleich auch mal nochmal neu aktivieren. Am besten jetzt einmal kurz. So, und wir kommen doch hier eigentlich echt ganz gut durch. Oh, wir haben hier einen Gegner, den wir noch gescannt haben. Auch gut. Ja, okay, den werden wir vermutlich nicht killen können. Der ist etwas zu stark. Aber gut, muss auch nicht sein. Den könnten wir auch im normalen Spielmodus, also nicht Steel Path, erledigen. Von dem her ist es jetzt eigentlich unwichtig. Der lässt nämlich die Münzen droppen. Fürs Granum Void. Und der rennt jetzt schön weg. Und eigentlich will ich den jetzt nicht killen. Okay, da oben geht's weiter. So, hier seid ihr doch. Hat mal ein bisschen Ruhe kurz. Aber jetzt geht's auch schon wieder weiter. Schön den Combo-Multiplikator wieder auf 12 hochbringen. Jawohl. Und Elend spawnt. Wo ist denn Elend? Wo ist Elend? Da unten ist Elend. Hello, Elend. Dich machen wir mal schnell weg. Sehr gut, weg mit dir. Dafür bekommen wir dann... Oh, der hält ganz schön viel aus. Etwas Steel Essence. So. Genug Messmaskin haben wir noch zum Glück. Da hinten versteckt sich einer. Hallo. Und wir haben 121 geschafft. Die drei hier nehmen wir auch noch kurz mit. Und dann gehen wir doch mal schnell raus. Sprinten die 200 Meter. Wir haben sogar wieder ein bisschen Munition bekommen für die Kubasar. Oh, hello. Boah, die macht schon ordentlich gut, ordentlich Schaden. Das ist richtig gut. Wir könnten noch Fokus sammeln. Aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Unbedingt. Und deshalb gehen wir schnell zum Extraction Point. Und da haben wir doch primäre Deadhead bekommen. Sehr, sehr cool. Zwei Steel Essence natürlich. Und sonst aber nichts so Besonderes. Aber Steel Essence auf jeden Fall immer cool. Und die Arcana auf jeden Fall auch. Primäre Deadhead. Können wir vielleicht sogar aufwerten. Wobei ich wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber können wir mal schauen. Primärer Deadhead war's. Primärer Deadhead ist hier. Aufwerten. Doch, können wir sogar aufwerten. 4 Arcana. Nice. Jawohl, damit haben wir Rang 3 bei Primärer Deadhead und bekommen jetzt bei präzisem Kopfschusskill 80% Schaden für 24 Sekunden bis zu 3x stapelbar. Sehr cool. Okay. Dann machen wir doch aber auch direkt weiter auf Phobos, würde ich sagen. Wir haben zwei Missionen. Einmal Spionage Kuva Seif. Ah, nee.
Doch, okay. Spionage, Stealth natürlich, die normale Mission. Und mobile Verteidigung. Sollen wir Spionage einfach machen, oder? Ja, warum nicht? Und ich würde sagen, da gehen wir doch mit Wukong rein. Da können wir doch schön durchfliegen überall. Das hört sich doch nach einem Plan an. Wukong, wo bist du? Hier, Wukong. Dann hier sachter Schuss natürlich. Und der Rest passt, glaube ich, soweit. Und dann können wir da hoffentlich auch schnell mit Wukong durchfliegen überall. Spionage. Steel Path. Sehr gut. Sklowski. Die Namen aussprechen macht immer sehr, sehr viel Spaß. Und ist immer zu 100% richtig. Nicht. So, sehr gut. Lass mal kurz Energie holen. Und dann können wir doch hier schon mal in den Wolkenläufer gehen, wie es so schön auf Deutsch heißt, und Richtung A fliegen. Energie ist sogar voll schon komplett. So, ich nehme mal die Kuva Nukor. Dann nehmen wir den Dechiffrierer mit, natürlich. So. Da können wir einfach durchfliegen. Sehr gut. Okay, mit Wukong ist es echt richtig, richtig geil. Da kann man einfach durch alle Sensoren durchfliegen. Dann können wir das auch mal versuchen, so zu hacken. Dann benutzen wir nicht unsere ganzen Dechiffrierer. So. Und dann geht's auch schon wieder raus. Richtung B. Okay, was habe ich denn früher immer für Spionage genommen für einen Warframe? Ich glaube Loki oder so, wegen der Unsichtbarkeit. Aber Wukong ist ja ultra gut. Ich glaube, den habe ich dafür echt noch nie verwendet, so richtig. Also nicht so regelmäßig auf jeden Fall. Ich glaube, es war echt immer Loki. Oder? Ich glaube. So, Dechiffrierer verwenden. Dann einmal hier runter. Können wir hier rein? Ne, ist leider zu. Der Schacht. Aber wir fliegen hier mal schön nach oben. So. Und dann einmal nach da unten. So. Ach, komm schon. Ich hänge. Und dann einmal hacken. Und auch erfolgreich gehackt. Und dann können wir schon weiter zu C fliegen. Dann müssen wir hier einmal raus und wieder nach oben. Hello. Schnell weg. Bevor die mich hier angreifen. Wobei man mit Wukong ja auch ordentlich Schaden einstecken kann. Okay, wir müssen mal kurz wieder ein bisschen Energie holen. So. Und dann weiter zu C. Und da sind wir auch schon zum Glück. So, einmal reinhacken. Und dann einmal da durchfliegen, oder? Ja. Kurz warten. Und nochmal. Und durch. Schnell die Kamera ausmachen. Dann hier einmal reingehen und auch hier noch einmal hacken. So, perfekt. Auch das geschafft. Und dann können wir auch schon wieder raus. Also Wukong ist für Spionage echt richtig, richtig gut. Wusste ich gar nicht so. Wieder was gelernt. Oh Mann. In Warframe fühle ich mich echt, obwohl ich über 20 Stunden habe, oft so, als würde ich das erste Mal spielen. Ist echt krass. Gut, ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht viel merken und so, aber das, was ich mir merken kann, ist auch jetzt nicht so viel. Aber ich glaube, Warframe ist doch auch ziemlich komplex. Also ich glaube, da kann man auch mal
ein paar Sachen vergessen oder auch einfach einiges nicht wissen. Aber ja, ihr wusst es wahrscheinlich, aber ich habe wieder was dazugelernt. So wie ich natürlich auch immer von euch lerne. In den Kommentaren, was mich immer sehr freut. Und ja, dann gehen wir doch noch in die nächste Mission rein. Und zwar ist es die Gefangennahme-Mission. Und machen die noch einfach schnell. Sollte ja nicht allzu lange dauern. In Skyrash. Skyrash heißt sie. Die Mission. Und wir müssen nur auf das Ziel einkloppen dann. Und hoffen, dass wir das schnell down bekommen. Theoretisch hätte ich Unairo eigentlich als Fokus-Schule nehmen können. Dann hätten wir dem seine Schilde wegmachen können. Aber naja, muss auch so jetzt gehen. Und ich glaube, das geht auch so. Jawohl. Sehr gut. Einmal F drücken zum Gefangen nehmen. Und dann ist die Mission auch schon wieder so schnell zu Ende, wie sie angefangen hat. Und wieder weiche ich nochmal schnell dem Nullifier aus. Und sprinten dann schon nach draußen. 600 Meter. Oh je, ganz schön weit. Dauert ja hier der Weg am längsten von der ganzen Mission. Das eigentliche Missionsziel ging schnell, zum Glück. Okay, da müssen wir irgendwie so mal kurz durch. Der lässt uns zum Glück in Ruhe. Einmal Messmaske nochmal aktivieren. Oh shit, okay. Das war jetzt nicht so schlau. Das war nicht so schlau. Hilfe. Okay, Movement ist gerade nicht so on point, aber gut. Egal, Hauptsache rauskommen. Aber in 150 Metern sind wir auch schon draußen. Schön nochmal mit der Kuwasa rein. Und dann sind wir zum Glück hier auch schon draußen und haben auch die Mission geschafft. Sehr cool. Drei Missionen heute auf Phobos. Erfolgreich abgeschlossen. Sehr gut. So muss es doch laufen. Ja, einen weiteren Planeten heute freigeschalten. Und wir können auch noch zwei andere Planeten freischalten. Deimos und Ceres. Genau, Deimos und Ceres, genau. Und Phobos haben wir heute gemacht. Sehr gut. War schon mal ein sehr guter Anfang. Wir haben hier aber jetzt natürlich noch viele, viele weitere Missionen freigeschaltet. Was sehr, sehr cool ist. Überleben, Rettung und. Und auf Ceres natürlich dann auch. Und Deimos genau das gleiche. Und dann schauen wir auch einfach mal, würde ich sagen, in der nächsten Folge, ob wir da auf Phobos weitermachen oder ob wir dann schon auf einen anderen Planet gehen. Aber das kommt dann in der nächsten Folge. Ihr könnt euch überraschen lassen. genau. Wenn euch heute die Folge gefallen hat, würde es mich natürlich wieder wie immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und dann sehen wir uns doch auch hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.